Wir schätzen mal, ich werde weiter ein interessantes Projekt vom Lycée Technique Agricole, mir einfach da, aber auch schon die Jolo am Hirsch. Hoffen wir mal, ob Gilstre plant, da komplett neue Infrastruktur finden. Aber sie sind auch schon ein interessantes und modernes Projekt in der Runde, den Imagine hat mir schon proposiert. Fabulous Farmers ist das zweite Projekt, über den ich hier auf dem Plateau mit Michel Mangen und Michel Thiele schwätzen. Schönen guten Mittag, die zwei. Guten Mittag. Was geht es an dem Projekt? Es geht einfach darum, neue Techniken an der Praxis zu etablieren. Und da geht es darum, Biodiversität so zu nutzen, dass sie dem Bauer etwas bringt. Mhm. Also, dass sie entweder Kästen ausspuren oder einen höheren Ertrag hat. Wie schaut das dann konkret im Terrain? Hier am Land haben wir eine Kollaboration aufgebaut mit der IBLA an der Seebes. Das ist, wir schaffen konkret am Anzugsgebiet vom Stausee zusammen. Und das ist ein von unseren Zielen, zu helfen, Trinkwasserqualität am Stausee heich zu halten und den Bauern aber eine Möglichkeit zu geben, nach können zu produzieren und ihren Lebensinhalt zu verdienen. Mhm. Ihr schaut also da, du hast gesagt, mit Leuten zu summen, das Hand an Hand, das geht doch nicht ernst. Nein, wir haben da eine Reihe Pilotbetriebe, mit denen wir eng zusammen schaffen, wo wir da verschiedene Mesuren ausprobieren. Wie weit möchte diese Technik Agricole dabei so internationale Projekte machen? Aber das für uns Profen eben flott mit ausländischen Kollegen zusammenzuschaffen, die dann immer neue Techniken auch schon ausprobiert haben. Und da können wir das eben an so Projekten zusammen mit den Bauern im Terrain ausprobieren. Und da bleiben wir eben immer ein bisschen am Ball von der, ja, von der Technik oder von der Forschung. Super. Die sieht bei mir, kann man nicht mal gesagt, meine Filmmatbrüche, die sieht dann von alles, was man will so. Wir können mal kurz fassen, das machen wir dann noch gucken, als die Film zusammen und dann wieder alles verstehen, von der Tisch Fabulous Farmers. Funktionelle Agrobiodiversität. Was das dat? Die Insekten zum Beispiel fliehen auf Blumen, aber stäuben sie. Daraus entstehen dann Rapskernen, die der Bauer verkaufen kann. Und aus denen dann Urlisch gepresst wird. Rapsurlisch in diesem Fall. Andere Insekten, wie die Himmelsdeierchen, schützen Pflanzen, indem sie Schädlinge fressen, Blattläuse in diesem Fall. Das erlaubt dem Bauer, die Spritz an der Scheuer zu lassen, was gut ist für die Natur und auch für uns alle. Es geht also darum, dass der Bauer die Biodiversität aktiv und gezielt fördert und sich dadurch mehr Kästen oder mehr höhere Erträge erhofft. Holen wir um das geblimmelte Beispiel von den bestäubenden Insekten. Der Bauer sieht Blühstreifen mit ausgewählten Blumen, die die Himmelsdeerchen extra gern haben, weil sie eben Schutz und Nahrung über das ganze Jahr bieten. Als Gegenleistung bestäuben die Insekten Kulturpflanzen oder fressen Schädlinge. Es ist also eine Win-Win-Situation. Flott Video kriegen wir serviert am Kader von RWI-TV, die ihr natürlich auch könnt auf anderen Seiten nachgucken könnt, auf rwi.lu sowieso. Michel und Michel, es geht unter eurer Seite, an der das sehen. Den fabulousfarmers.eu, mehr aber auch auf ldr.lu von der weiteren Informationen zum Fabulous Farmers. Also wichtig, EU-Handel für Fabulous Farmers, weil eben die ganzen europäische Projekte draufstehen. Genau. Nach einem persönlichen Frohen Hirsch, dir Friedrich, ob den Hirsch, dir Friedrich, ob das nicht dabei? Absolut, natürlich. Michel, das gibt neue Möglichkeiten natürlich auch, oder? Ja, natürlich. Wir sind danach noch rundherum die Leute Felder. Das tut natürlich auch viel Dele. Und alles könnten wir zusammen, weil hier ist es schon relativ verdeelt. Ihr seht, Fabulous Farmers gibt mir ein gutes Beispiel hier und ich hoffe, dass ihr da viel könnt rundsehen, die an Tackerbauschule kommen. Merci für euren Besuch hier im Studio. Merci auch. Merci.